Ja, das ist also der erste Punkt von meiner Bardenas-Rundfahrt. War jetzt noch schnell in der Tankstelle, habe den Tank voll gemacht. Man weiß ja nicht, wann wieder eine kommt. Und ich fahre jetzt hier ganz um die Bardenas rum und fahre alle Stichstraßen rein, die erlaubt sind. Und dann schaue ich mal, was mich da erwartet. Ich habe keine Vorstellung. Ich wünsche mir einen schönen Tag. Ein sturzfreier Tag und viel Spaß. Für die heutige Routenplanung habe ich mir von der Homepage des Bardenas Reales Nationalpark das dortige Merkblatt heruntergeladen. Das bietet einige wichtige Hinweise und was für mich ganz besonders wichtig ist, eine Karte, auf der die erlaubten, legal zu befahrenen Strecken eingezeichnet sind. Und daran möchte ich mich natürlich strikt halten. An den massiv ausgewaschenen Wasserrinnen kann man deutlich erkennen, dass hier vor kurzem große Regenmengen niedergegangen sein mussten. Auch im weiteren Verlauf sieht man immer wieder Flächen, die bis vor kurzem massiv überschwemmt gewesen sein müssen. Durch die Bardenas Reales führt genau eine asphaltierte Straße. Die muss ich jetzt leider nehmen, um zu meinem nächsten Schottereinstiegspunkt zu gelangen. Und auch schon während der Anfahrt bieten sich immer wieder tolle Fotomotive für einen kleinen Stopp an. Thank you.
Schauen wir mal, was das da ist. Irgendeine alte Siedlung. Ist aber verlassen. Ich denke, da haben sie irgendwelche Viecher mal eingesperrt. Schaf oder sowas. Naja, Esel, denke ich mal. Ja, heute Banderas Reales. Habe jetzt schon einiges gesehen. Es ist schon überwältigend, wenn man sowas noch nie gesehen hat in der Art und Weise und hier aufmerksam durchfährt. Die Strecke heute soll etwa 250 Kilometer sein. Habe jetzt schon, denke ich mal, um die 100 seit heute Morgen zurückgelegt. Mit An- und Abfahrt, Tanken und so weiter. Und ich denke, das wird noch sehr spannend. Übernachtungsmöglichkeit hier in dem Bereich gibt es überhaupt nicht. Das heißt, ich werde heute Abend schauen oder am späten Nachmittag, dass ich so schnell wie möglich von hier wegkomme. In Richtung Norden. USK, glaube ich, heißt es. Und dort vielleicht ein Zimmer suchen. Ansonsten bleibt mir halt nichts anderes übrig, wie auf den Campingplatz zu gehen. Es gibt doch immer wieder irgendwelche Arschlöcher.
Und kurz nach dem Verlassen der Rundstrecke bin ich dann nach Arguedas eingefahren. Ein Durchkommen war hier fast nicht möglich, denn hier wurde alles für ein bevorstehendes Stierrennen vorbereitet. Überall Absperrungen, Abplankungen, Durchkommen unmöglich. Also bin ich wieder raus, nicht dass noch ein wilder Stier um die Ecke gekommen wäre. Und in Richtung Caparosso sah es dann einige Kilometer lang richtig verbrannt aus. Jetzt gibt es da wieder in der Wüste einen Stausee. Ich muss an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass ich mich immer noch in der Halbwüste Bardenas Reales befinde. Und es fallen überall die Bewässerungsanlagen auf, die hier alles in ein sattes Grün tauchen.
Ja, und hier in Caparoso hat mich eine Baustelle auf der Verbindungsstraße nach Melida mehr als eine Stunde Zeit gekostet. Egal wie ich auch gefahren bin, stand ich immer wieder vor einer Vollsperrung. Und letztendlich beschloss ich dann, eine Offroad-Strecke zu nehmen, in der Hoffnung, irgendwo auf meiner Route wieder rauszukommen. Und irgendwann gelangte ich mal an einen Bewässerungsgraben und ich dachte mir, wenn ich dem folge, komme ich bestimmt an der nächstgrößeren Verbindungsstraße wieder raus. Ich bin an dieser Stelle dann auch nicht mehr weitergekommen, deshalb habe ich umgedreht, bin zu dem Stausee gefahren, wo ich vor ein, zwei Stunden schon mal war und habe dann die Bardenas Reales in nördlicher Richtung durchquert und habe mich dann auf die Suche nach einem Hotel gemacht. Ja, ich war jetzt in dem Naturschutzgebiet Banderas Reales, habe das alles so angeschaut, was ich anschauen wollte, was ich auf der Liste hatte. Und dann gab es auf meiner geplanten Route eine riesige Umleitung, da habe ich mich nicht zurechtgefunden. Bin dann wieder zurück, fahre jetzt nach Ayerbe, in Spanien ist das, und habe hier solche Fahrwege und Landschaften vor mir. Es ist einfach herrlich. Man will aber auch nicht anhalten, weil wenn man Fahrtwind hat, kühlt es wunderbar ab. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt eine kleine Mittagspause gemacht, habe was gegessen, habe was getrunken. Mein Wasser, das ich dabei habe, hat 40 Grad etwa, so wie die Außentemperatur. Ja, aber ansonsten passt alles. Ich entferne mich jetzt ein bisschen hier von der Gegend und hoffe, dass ich dann heute Nacht ein schönes Hotelzimmer noch irgendwo ergattern kann.
Jetzt ist es schon recht spät und ich habe noch gar kein Zimmer gefunden. Selbst hier am Col de Portalet gibt es unter 200 Euro kein Zimmer. Also weiter geht's. Es war gar nicht so einfach, überhaupt noch ein Zimmer zu bekommen. In Frankreich noch weniger wie in Spanien. Schließlich konnte ich dann so um 17.30 Uhr in Arros de Nay ein Zimmer in einem Privathaus ergattern. Von Arüdi, wo ich mich gerade befunden habe, waren es dann doch noch stramme 70 Kilometer. Bis dahin. Anfangs gab es leichte Kommunikationsprobleme mit dem Hausbesitzer, weil er das Zimmer trotz Buchung nicht vermieten wollte. Kurze Zeit später drehte sich die Stimmung dann aus unbekannten Gründen und wir konnten dann doch noch einen schönen Abend miteinander verbringen.